Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenner ist der Mark Hagenbeck. Hallo. Mark Hagenbeck ist Mentalist, Gedankenleser und Entertainer. Ja. Ich bin Sashi und wir haben heute den 9. Februar. Und am 9. Februar haben wir ein bekanntes und berühmtes und von mir sehr geschätztes Geburtstagskind. Jetzt bin ich gespannt. Christoph Maria Herbst. Christoph Maria Herbst. Bekannt als Stromberg. Ja, Stromberg, ja, Junge. Hat er damals auch mit Anke Engelke, glaube ich, Ladykracher die erste Staffel gestartet. Ja, dadurch wurde er sehr bekannt. Ja, ja. Und hat halt den Grimme-Preis irgendwie bekommen und so ein Käse alles. Und richtig, richtig geiler Typ. Vor allem seine Hörbücher sind super geil gelesen. Also der hat es voll drauf. Das Lustige ist ja, dass ich habe mal ein Interview von ihm gesehen. Er hat, glaube ich, nie eine Schauspielschule besucht, beziehungsweise wollte er eine Schauspielschule besuchen, wurde nicht angenommen. Hat sich ja der Christoph Marie Herbst gesagt, man macht es halt so. Ja, ist halt so. Und, es gibt ja so Naturtalente, guck mal uns an zum Typ, Beispiel. Ne? Ja, der Typ ist saugeil auf jeden der Fall. Der ist wirklich Christoph Maria Herbst. Auch privat sehr witzig. Was heißt privat? Also ich sag jetzt mal Interviews, sagen wir so. Also nicht in den Filmen nur witzig wie Stromberg, sondern in den Interviews ein sehr lustiger Typ. Und ich gucke ihn immer sehr, sehr gerne. Ja, der Film war grandios, Stromberg, der Film. Den habe ich gar nicht gesehen, ich kenne nur die Serie. Kennst du nicht? Nee, nee, nee. Wo er dann so sitzt als Alleinunterhalter und singt so, lass das mal den Papa machen, der Papa macht das gut. Guck ich mir noch an. Ja. Muss auf jeden Fall. 9. Februar. 9. Februar 1956, erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wird in Wien wieder der Wiener Opernball durchgeführt. Ach hier, ja. Mit dem... damals wahrscheinlich noch... Ohne Myrtle Lugner. Myrtle Lugner, genau. Myrtle Lugner. Genau, Myrtle Lugner. Also damals hatte das Ding wahrscheinlich schon noch so ein bisschen mehr Relevanz und Stil. Der Lugner hat ja jedes Jahr irgendwie so ein Sternchen immer eingeladen immer, und sowas. Immer. Was heißt Sternchen? Also der hat auch schon die großen Nummern da gehabt. Wer war denn eine große Nummer? Sophia Loren, kann ich mich erinnern. Sophia Loren, ja, das war schon eine große Nummer, ja. Und dann war da nicht auch mal hier so... Madonna? Nee, Madonna? Nee, Madonna nicht. Aber irgendwer also der hat schon, also da war schon mal Prominenz, ne? Ja, die dann zwar immer so meist oder meistens leicht genervt schon frühzeitig den Ball verlassen hat, aber sie waren kurz mal da. Ja, Pamela Anderson war, glaube ich, schon mal da. Pamela Anderson? Ich glaube, Pamela Anderson. Was will denn Pamela Anderson in bei den Öschis in Wien auf so einem Opernball, bitteschön? Das ist also alles eine Frage der Gage, ne, würde ich sagen. Ja, natürlich ist es Kohle. Die kriegen alle hier. Der Mörtel, der hat ja Ende. Ganz schön Pinunzen. Ja. Ja, wir haben aber jetzt einen Fakt des Tages. Ja. Fakt des Tages ist folgender, pass auf. Passt auch zu Mörtel übrigens so ein bisschen. Jährlich werden ungefähr 130 Millionen Kilogramm Mangerie verzehrt. Was? Da frage ich mich, naja, fristen das alles? Das gibt's doch gar nicht, das wird verschenkt. Also ich habe das schon so oft geschenkt bekommen von der Oma oder irgend sowas, ja. Mangerie, ich habe das noch nie gegessen, das Zeug. Das ist immer so, das ist so ein Geschenk, das nimmst du so und verschenkst es weiter an jemanden, der älteres Semester ist. So sieht das aus. Ja. So sieht das aus. Hast du schon mal Mangerie gegessen? Nee, also klar, probiert, klar, aber richtig. Ja, so. Gegessen habe ich es schon, aber es ist nicht so, dass ich extra jetzt losziehe, um mir eine Schachtel Mangerie zu holen. Pro Jahr 130 Millionen Kilogramm. Ich habe mir aber über das schon mal Gedanken gemacht, wo du gerade sagst, mit dem Weiterverschenken, ne? Ich will nicht wissen, normalerweise müsste man irgendwelche Tags mal einbauen in die Schachteln. So eine Schachtel Mangerie oder was weiß ich. Wie oft die eigentlich in ihrem Leben weitergereicht wird und immer wieder weiter verschenkt wird. Ne? Also wie lange hält denn so eine Schachtel? Keine Ahnung, 2 Jahre oder zwei was? Jahre, in diesen 2 Jahren wird es wahrscheinlich 15 Mal weiter verschenkt. Wahrscheinlich, gell? Von einem 70. Geburtstag zum nächsten sowas. Ja. Nee, pass auf, das ist ja so. Also erstmal kauft es irgendeine Omi, ne? Kauft die Mangerie, um es ihrem Enkel zu schenken. Ja. Der Enkel nimmt es und schenkt es seiner irgendeiner bekannten älteren Frau und die schenkt es wieder ihrem Enkel. Und der nimmt es wieder einer anderen bekannten Frau oder Opa und der schenkt es wieder seinem Enkel und so weiter. Ja. Und so weiter. So geht das also. Und innerhalb dieser Lebensdauer von diesem Mangerie, wahrscheinlich sind die nach diesen 2 Jahren, manche machen es auch länger, 3 Jahre, 4 Jahre, werden die schon ganz weiß so. Ja, die werden zwischendurch auch mal warm, dann werden die da gelagert und dann kommen sie ins Auto. Ja. Im Auto liegen sie auch in der Sonne. Ja. Also, mir ist es ein Rätsel, wie man sowas mit Genuss essen kann. Habt ihr denn auch schon mal Mangerie verschenkt? Oder wüsstet ihr jemanden, dem ihr Mangerie schenken würdet? Oder muss ja nicht Mangerie sein? Kann Wer schenkt euch Pralinen? Immer Mangerie? Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt das mal rein. Würde mich mal interessieren. Zu dem Thema. Würde mich echt mal interessieren, ja. Heute 9. Februar, morgen am 10. Februar sehen wir uns wieder. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns. Macht's gut.